Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Job Review hier auf meinem Kanal. Ich bin ja echt über euren Support in letzter Zeit wirklich froh, dass ihr ja so aktiv dabei seid. Neue Abonnenten kommen mindestens zwei eigentlich pro Woche dazu. Jetzt letzte Woche waren es sogar fünf, die insgesamt dazu gekommen sind innerhalb von 3 Tagen. Also das ist wirklich, es freut mich einfach extrem. Und behaltet den Support auch gerne bei, indem ihr einfach ein Abo und ein Like drückt. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und supporten. Genug gequatscht und ich würde sagen, wir switchen rüber in den Item Shop. Dort haben wir wieder Kuschelskins, aber ich glaube, wir beginnen mal ganz auf der rechten Seite. Hier haben wir den schwarzen Skin. Ich feiere den Skin einfach extrem. Ich finde, für einen grünen Skin ist er einfach extrem cool. So, jetzt nochmal Stretch ausgemacht. Der sieht einfach cool aus mit den verschiedenen Farben. Hier unten Camo-Look. Dann hier aber auch dieses schöne Wollhemd. Aber auch oben der Helm sieht ganz cool aus. Und der Ramirez-Charakter gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir jetzt dazu passend den Punktlandung-Gleiter. Der sieht, glaube ich, ich finde, der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Allerdings ist natürlich nur ein Standard-Gleiter, deshalb muss man da so überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich glaube, dass ich ihn mir nicht kaufen würde. Aber ist ja von jedem die Geschmackssache. Haben wir hier Fußfinesse. Ist auf jeden Fall ein ganz cooler Emote. Mit einem ganz coolen Beat. Kann man sich, denke ich mal, gut kaufen. Haben wir den Sichelschläger. Ist auf jeden Fall so einen schönen Sensen-Look. Sensen-Effekt. Und der Schläger sieht auch ganz cool aus. Für 800 V-Bucks geht da vollkommen klar. Hier mit dem hölzernen Baseballschläger und dann noch oben dem Sichel. Dann haben wir den Einsicht-Charakter, ähnlich wie der in Schwarz-Charakter. Ist das auch ein, ja, so ein Sniper-Charakter? Hier allerdings hat er nochmal ein ganzes Backpack mit Sniper-Ausrüstung. Hier ein Visier und die einzelnen Patronen. Das sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Das Blau und in diesen Tarnfarben. Sieht schon sehr, sehr nice aus und den kann man sich auch wirklich gut kaufen. Haben wir noch Elektroschaffel. Ist jetzt nicht so meins. Ja, kann man sich auch trotzdem kaufen. Würde ich ja nicht zu den allerbesten epischen Emotes zählen. Haben wir den Pestcharakter. Der ist auf jeden Fall ganz cool, vor allem das Backpack sieht ganz cool aus. Hier hinten der Umhang, aber auch hier vorne diese klassische Pestmaske sieht sehr cool aus und die ganzen Tränke. Da ist schon ordentlich etwas am Charakter dran, sieht auf jeden Fall cool aus. Wobei ich die Frau eben doch ein bisschen besser finde, weil man hier hinten wirklich direkt Tränke und alles sieht und das hier mal wirklich extrem cool aussieht. Auch hier der Umhang mit dem Schwarzen sieht sehr, sehr cool aus. Aber den Heroldstab, der sieht auch sehr cool aus. Hier mit diesen beiden Flügeln im Prinzip in der Mitte auch wieder. Also eben halt der das Gift oder Heilmittel. Und das ist sogar eine reaktive am Spitzhack. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was reaktiv ist, aber ja. Haben wir noch Lampenlicht, ist auch ein cooler Gleiter. Hier mit den zerfransten Ende. Aber auch die Laternen sehen extrem cool aus. Und diese schön metallern geschwungenen Elemente sehen auch sehr cool aus. Dann haben wir die Kuschelbeauftragte, ist ein ganz cooler Skin. Den gibt es ja auch schon in vielen verschiedenen Varianten. Die Schleife sieht auch ganz cool aus. Und ist eben ein sehr extravaganter Skin. Und mit dem Feld sieht das eigentlich ganz cool aus und ich feiere den schon. Haben wir einen neuen Gleiter dazu, nämlich Kuschel Airlines. Und das ist mal ein Ober. Wirklich einer der geilsten Gleiter. Vor allem nur für 800 V-Bucks. Hier hinten mit den Düsen. Dann hier dieser schöne, lustige Bär. Das sieht auch einfach extrem cool aus. Der empfiehlt sich wirklich zu kaufen. Haben wir dazu noch eine neue Spitzhacke und zwar Kuschelkrallen. Die finde ich jetzt zwar nicht so schön, allerdings ist es auch eine sehr besondere Spitzhacke. Hat immer einen sehr gedämpften Sound. Allerdings
Der Gleiter ist wirklich gut und ich würde sagen, wir switchen noch rüber in einen Rette die Welt Shop. So. Eine Geschenkbox. Ein Winterlama. Gut. Warum jetzt noch ein Winterlama kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Wie haben wir hier sicher wieder sind das nochmal diese Waffenlama. Röntgenstrahlen? Komplett broke. Wer braucht blaue Bekomme ich Waffen? dadurch Ja, Superkräfte? ist komplett unnötig. So etwas braucht man einfach nicht. Oh. Man bekommt jetzt auch nochmal das Lama zu sehen. Nordmann, komm. Nein. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten wieder ein und bis dahin, ciao.